So, wie sieht's hier aus? Richtig viel los. Und dann könnte man zum Beispiel hier in diesem Kaff, das ist ja schon mal groß genug für eine Buslinie eigentlich. Ich gucke jetzt mal hier, wie das. Oh, Stavern ist auch gut. Sieht das mit der Anna aus Bröckau? Hier ist noch nicht so viel. Appenweier ist okay. Ja, wenn man jetzt hier zum Beispiel so eine Buslinie oder was von Meerstedt nach Geithain fahren lassen würden, das wäre zum Beispiel eine Strecke, wo man diese ganze Bahnlinie so ein bisschen entlasten könnte. Weil die Bahn ja einmal so rumfährt. Also für die Leute, die jetzt, sagen wir mal, direkt nach Meerstedt wollen. Geht denn da überhaupt eine Straße hin? Oder geht die Straße eher nach... Ja, doch, geht. Theoretisch geht das hier. Ja, da bauen wir doch mal eine Buslinie von Meerstedt nach Geithain, Überland, Bus oder Überland. Wir können auch eine Straßenbahnlinie bauen dahin. Könnten wir auch machen. Aber das wird dann schwierig, weil wir hier... Huch. Naja, die Straßen werden auch modernisiert. Das wird dann schwierig, wollte ich sagen, weil wir dann hier den Bahnübergang... Da müssten wir größere... da können wir nicht einfach so aufrüsten auf Straßenbahnschienen. Man müsste hier dann sozusagen eine ganz neue Straße bauen. Wie wäre denn das überhaupt, wenn man also von hier dann diese Straße... Das ist jetzt nicht möglich. Na gut, mal gucken. Was soll denn das? Warum macht er da so eine Ecke rein? Hey? Möglich. Was ist denn hier nicht möglich, sagt er mal. Da ist also nicht möglich. Dann reißen wir dich wieder ab. Und werden einfach hier die Straße mit Straßenbahn was ist denn das hier elektrifizierte Tramgleise ist das neu mit den elektrifizierten sieht ja fast so aus. Okay, dann machen wir mal Tramgleise, ja, elektrisch machen wir das doch mal einfach. Nicht möglich, bitte Gleise über Straße bauen. Ach so, ja, genau. Also wir werden hier mal kurz unterbrechen. Oder stoppen. So. Und dann die Tram elektrische hier lang bauen. Und dann hier wieder den Zug ansetzen. Wie, Steigung zu groß, hat doch gerade geklappt, du Pfeife. Also
Das ist dann immer ein bisschen blöd. So, geht doch. Also. Jetzt können wir das wieder laufen lassen. Und bauen dann hier mal die Straße weiter, die dann dahin führen soll. Und sie läuft jetzt mit elektrischen Tramgleisen. Und geht das dann mal aus. So, und jetzt hier hin. Und dann geht es hier weiter. So, ein bisschen aufwerten die Straße und dann elektrisch. Ah, was ist jetzt? Kleine Straße, ja, nein, elektrisch. Geht doch. So. Und dann fahren wir dich nach Geithain. Ist das das dahin? Ja, genau. Das ist also die Überlandstraßenbahn. Sowas gibt es wirklich, ne? So eine Überlandstraßenbahn. Und der Name ist ja auch tatsächlich noch in einem Verkehrsbetrieb, nämlich Östra. Wer weiß, wo das ist, Östra. Stefan weiß das bestimmt, falls er zuguckt, Östra. Überlandstraßenbahn, das sind die öffentlichen Verkehrsbetriebe in Hannover. Ne, die haben früher dann Überlandstraßenbahn nach Hildesheim gehabt. Das war allerdings vor meiner Zeit, glaube ich. Irgendwann wurde das dann eingestellt. Und so, das machen wir dann mal hier hin. Bis zum Bahnhof. Und dann machen wir so eine kleine Kurve und fahren wieder zurück. So, und das gleiche machen wir dann auf der anderen Seite. Ja, und dann heißt das hier dann auch Östra, Überlandstraßenbahn, wo wir dann eigentlich praktisch kaum Haltestellen haben. So, mal sehen, ob das mit der Brücke auch klappt hier. Jetzt wird erstmal gespeichert. Jawohl, Autosave. Prima. Achso, geht das hier mit der Brücke? Es geht sogar. Was ist jetzt wieder? Nicht genügend Platz. Ach, erzähl doch nichts. Ja, geht doch. Was willst du denn? So, manchmal muss man den so ein bisschen zu seinem Glück zwingen, sag ich mal. Nicht genug Platz. Ja. Ach Mann. Was ist satt? Nicht genügend Platz. Ah, so muss man das machen. Okay, er wollte also die Kleine nicht haben. Wo ist jetzt der Bahnhof? Da ist er. Fahren wir mal hier zum Bahnhof hin. Machen erst eine Kurve. Hier fahren bestimmt genügend Leute mit, zumindest mal in der Stadt. Wie das dann auf der Überlandstrecke sein wird, das weiß ich nicht. So, da werden wir jetzt mal hier Stationen verlegen. Und zwar könnten wir hier noch sowas hinpacken. Das ist da mal kein Platz für. Ist da noch Platz? Ne. Okay, machen wir eine ganz normale Station. So, jetzt machen wir die auf beiden Seiten immer. Zack, zack. Und hier nochmal. Zack, zack. Und hier nochmal. Und vielleicht auch hier nochmal. Und dann brauchen wir jetzt erstmal keine Haltestelle mehr
Vielleicht in diesem komischen Betrieb hier, wo wir gerade waren. Das mit da noch hier. Was ist das? Erzkraftwerk. Dass man da mal eine Haltestelle hinsetzt. Ansonsten kommen die nächsten dann wieder in Geithain. Oder klar, wie ist das jetzt? Ach Gottchen. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Ich glaube schon. Geithain, nee, Geithain war das. So, hier am Ortsausgang. Dann hier. Dann hier und dann hier am Bahnhof. So, jetzt müssen wir das da eine Linie draus machen. Ja, das wird eigentlich, glaube ich, eine ganz hübsche Linie von Meerstedt nach Geithain. Um jetzt einmal für die Leute, die jetzt nicht mit dem Zug diese ganze große Umweg machen wollen. Mein Gottchen, ist da wieder ein Andrang. Aber das ist ja nicht schlecht. Ne? Andrang ist okay. Andrang ist prima. Da gibt es nämlich Knete. Ne? 65 haben wir jetzt schon wieder. 65 Millionen. So, dann machen wir jetzt mal eine Linie hin. Neue Linie. Und zwar